So, und damit willkommen zurück hier zum zweiten Part hier von Transom World auf der PlayStation 4. Ich bin Sabio, freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest und mehr sehen willst hier von der PlayStation 4 Variante von Transom World. Und ich wollte mal ganz kurz nochmal die letzte deutsche Strecke mir zumindest nochmal anschauen. Und zwar ist es die Ruhrsieg Nord und von daher nehmen wir mal aus, ich denke mal, ach nee, hier gibt es scheinbar kein Tutorial-mäßiges Zeug, so, na gut. Ja, was haben wir noch drin? Wir haben halt Reisen, Training, Szenarien und Fahrplan. Wir sehen rechts zum Beispiel schon aufgelistet, was es so gibt. Zugverbindung 119, 5 Szenarien, 2 Training und die allgemeine Distanz, die man hier fahren kann. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel erstmal auf Nummer sicher gehen will, geht man jetzt hier erstmal das komplette Tutorial durch. Na, das kann man hier zum Beispiel auch machen. Hier gibt es insgesamt 4 Tutorials, also 4 Trainingseinheiten. Wenn wir das zum Beispiel jetzt hier andrücken, sehen wir hier, das erste haben wir schon. Und dann können wir jetzt hier zum Beispiel als zweites die BR 185.2 Einführung machen. Und Start. Und dann schauen wir uns mal jetzt die ganzen Einführungen an, würde ich sagen. Damit wir zumindest schon mal wissen, was wir hier überhaupt tun müssen. Zumal wir auch hier für alles ja wahrscheinlich wieder Trophäen bekommen werden auf der PlayStation. Wahrscheinlich genauso das gleiche wie wenn ihr die Errungenschaften auf Steam sammelt, ja, so könnt ihr das natürlich hier auch auf der PlayStation tun. Und da ich Transom World leider auf dem PC so ein bisschen vernachlässige, weiß ich nicht, haut mich nicht ganz so von den Socken. Mir fehlen nur so ein paar Sachen, die zum Beispiel bei einem Transom-Lotto dabei sind. Aber da können wir später nochmal drüber reden. So, die BR 185.2 Anführung. Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR 185.2 in DB Rallyen Lackierung. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Start- und Stopp-Prozeduren sprechen. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. So. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt Sie damit interagieren. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf. Wir müssen kurz warten, bis das Bremsen System sich jetzt den Strom aufgefüllt hat, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Haupttrench. Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Die Zugbremse wird für den normalen Streckenbetrieb genutzt. Aha. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Ich sehe noch, wir müssen umstellen von Meilen auf km/h.
damit wir das Ganze besser nachher handeln können, wenn wir ja nur deutsche Strecken fahren. Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Um diesen Güterzug sicher zum Halten zu bringen, wird nur wenig Bremskraft benötigt. Durch viel Übung und Erfahrung werden Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Kraft nötig ist. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Frag mich aber nicht, wie ich das nächste Mal eine Dinge starten soll. Ja, also es ist. Aber ja. Wird schon. Reise fortsetzen. Ne, hat wohl gerade, oder? So, müssen wir leider nochmal zurück ins Hauptmenü wechseln. Irgendwie bin ich der Meinung, wir hatten doch gerade die 146, oder? So, Training. Ah ne, die 185 hatten wir. Das wird spannend. Okay, los geht's. BR146. Punkt 2 im Tutorial. So. Also ich muss aber sagen, es lädt relativ schnell, es sieht eigentlich relativ gut aus, es läuft auch relativ gut. Ja, also muss ich schon sagen, es läuft schon teilweise besser als wie bei mir auf dem PC. Aber man muss sowieso sagen, die Performance allgemein halt von Trains and Verties großartig, es sieht gut aus und es läuft auch super. Ja, also da gibt es echt nichts zu sagen dagegen. So, für dieses Tutorial sind einige dieser Elektrolokomotive BR146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. So, dann rauf da mit dir. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberfläche. Gut, das hatten wir alles schon. Oh, was ist das? Nur Spitzensignale. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. So, genau. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit die Lokomotive ist nun bereit. Nutzen Sie den Hauptschalter. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen.
Ach so. Ah, hier kann man das Ganze auch machen. Vorwärts. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges... Oh, kriegst du den Scheibenwischer aus. War denn nicht irgendwo hier unten? Also irgendwie ist das Gefühl, da passiert gar nichts. Ah ja. Problem ist, ich kann auch während des gerade gar nichts machen hier. Also ich würde fast behaupten, das Ding wird abgestürzt sein. Nutzen Sie den Leistungshebel, um mehr Leistung einzusetzen und eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, das habe ich gemacht eigentlich. Also das Problem hatte ich teils auch schon auf der PC-Version. Das sind manche Aufgaben. Ah. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Also irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Ich glaube, ich habe hier den Motor irgendwie. Abgewürgt. Deswegen. Nicht mehr fährt. Tatsächlich, also ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Wahrscheinlich irgendwie, weil ich versehentlich in der Außenperspektive an den linken Stick gekommen bin, wo man die Gänge nach vorne und nach hinten schalten kann. Und denke mal, da wird da mir irgendwas, fand er das auf jeden Fall nicht so geil. Ich meine, das sieht schon interessant aus, ja, so mit dem Schneegestöber und alles sowas, kann das wirklich schon extremst gut aussehen, aber ich mag halt dieses ganze andere Setting halt einfach nicht. So, bla bla bla. Ja.
Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Ja. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt Sie damit interagieren. Diese Lokomotive bezieht... Sie werden viel Zeit auf dem... Um die Lokomotive zu laufen... Die Spitzensignale erfüllen einen... Aktivieren Sie jetzt den Strom... Die Lokomotive... Nutzen Sie... Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist. So, jetzt machen wir mal einen kurzen Schnelldurchlauf hier. Wir werden jetzt mal dieses Mal nichts anderes machen, weil die Scheibenwischer ging ja auch, aber ich konnte halt nichts mehr machen, ne? In der nächsten Folge mal gucken, wie die ganze Steuerung so gehen. Ah, ist schon klasse. Also Transom World ist schon eine richtig geile Simulation, wirklich. Das Zusteigen ist abge... Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die... Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion... Ja, scheint an der Aufgabe zu liegen, warum hier nichts passiert. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, also langsam aber sicher.
Kann ich mal hier die Kamera groß bewegen oder sowas? Wie sieht es eigentlich mit den Optionen aus? Schauen wir mal ganz kurz mal hier rein. So, wir haben die Benachrichtigungen, Anforderungen zum Bestätigen von Schaltern. Ah, hier haben wir Metrisch, Celsius, Prozentsatz, Übersetzung, Entgleisanweichen, Abschalten, Haltetafeln an, Markierung. Hier haben wir die ganzen Markierungen. Nächstes Signal hat, haben wir hier Danksagung. Hier haben wir die Steuerung. Können wir uns hier mal angucken. Ha, mal Leistung verringern, Bremse lösen, Leistung erhöhen, Bremsart wechseln, abbrechen. Guck mal, direkt die Taste ist gar nicht benutzt. Leitwerk. Richtung des Richtungswenders, Handbremse. Ah, der Scheinwerfer ist nach oben. Nee. Nach links. Ah, okay. Aber zum Beispiel sowas wie Zoom gibt's gar nicht. Zu Fuß, Kamera. Aha. Kopflampe. Ja, mir fehlen hier ein paar Sachen, ne? Push the button. Ja, also mehr kann ich nicht machen. Dann werden wir wohl mal rollen lassen, den Kollegen. Ah, ich dachte, wir können uns noch die PCB heute angucken. Müssen wir wohl dann in der nächsten Folge machen. Ich bin immer noch der Meinung, was stimmt hier nicht. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Tja. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Was?
Und dann müssen halt diese 37 Meilen da. Aber die schaffen wir nicht mal. Ich denke mal, irgendwas wird hier angelegt sein. Irgendeine Bremse, die wir nicht gelöst haben oder sowas. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich weiß selber nicht, was das gerade soll hier. Wir nähern uns Gmünden und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Ey, ich rolle hier mit 10 Meilen lang. Oh. Ich kann ja auch echt nichts anderes einstellen. Ihr seht es ja auch, ne? 0 Ampere. Unten neben der Tachoanzeige haben wir noch so eine Ampere-Anzeige. Da steht 0. Steht einfach auf 0. Da passiert gar nichts. Puh. Naja, 500 Yards noch und dann sollten wir es hoffentlich geschafft haben. Eine Aufgabe, die eigentlich nur 5 Minuten dauern sollte, hat sich dann mal eben schon 20 Minuten rausgestellt. Geil! So macht das Planen richtig Spaß, denn, ja? Wenn du denn schon weißt, dann... Aber verstehe ich dann nicht. Ich bin doch nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Das muss doch wahrscheinlich schon in Trends und Word in irgendeinem Forum drin stehen oder sowas, dass hier irgendwas mit der Aufgabe nicht stimmt. Es wird nicht gefixt. Wie gesagt, das kann ich damals noch vom PC. Und scheinbar hat sich das immerhin noch nicht mal auf der Konsole verändert, dass hier solche Probleme teilweise sind. Manchmal hast du ja rote Signale, die bleiben dann einfach die roten Signale. Ne? Also, ah. Zumal wir auch schon wieder immer langsamer werden und langsamer und langsamer. Hauptsache, wir bekommen gleich unser Abzeichen und dann passt das.
Ich muss leider so spät wie möglich bremsen. Entriegeln Sie erneut die Türen und gestatten Sie den Fahrgästen, so zuzusteigen. Oh nee, komm, jetzt bitte nicht nochmal, oder? Ich muss sagen, ich höre keinen Motor, ne? Hey, 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 hey. Schlimm ist, du kannst auch echt nichts machen hier, ne? Du kannst nicht mal die Fenster aufmachen oder sowas hier im Tutorial. Nichts. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Ja, es hat natürlich jetzt extrem viel Zeit gekostet. Aber naja, was soll's machen, ne? Das wollte halt nicht so. Nö, dann gehen wir zurück ins Hauptmenü. Und ja, hier will ich die Folge schon beenden. Wir sehen uns also zur nächsten Folge Transimverge hier wieder. Wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Sonst lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und freue mich natürlich, wenn wir uns dann zum nächsten Part hier wiedersehen. Ich verabschiede mich. Tschüss!